Guten Morgen und willkommen zu Tag Nummer 5 von der Reise nach Doha. Es ist wieder einiges geplant. Unser geht es heute mit dem Offroad in die Wüste. Das Ganze geht erst heute um 14 Uhr los, deswegen bis dahin nochmal am Poolstrand gehen. Hier haben wir die Aussicht, also die Sonne ist sogar ein bisschen draußen, es regnet nicht. Deswegen, was das angeht, schon mal deutlich besser als gestern, wo ich früh am Pool war oder vormittags zumindest. Deswegen hoffe ich, dass es nicht ganz so kalt wird. Aber ins Meer gehen muss auf jeden Fall sein, wenn das Hotel schon einen eigenen Strandzugang hat. Aber deswegen heute wieder einiges geplant. Das erste Mal für mich in eine richtige Wüste. Ich war zwar schon mal in der Wüste in Nigeria mehr oder weniger, in Dubai mehr oder weniger und ebenfalls auf den Kanarischen Inseln, auf Gran Canaria, aber trotzdem noch nicht so 100% Wüste mit Safari. Ist einiges geplant. Aufnahmetechnisch nehme ich euch natürlich dahin wieder mit und dann würde ich sagen, viel Spaß.
Yeah, sure. So, guten Abend von Tag Nummer 5 vom Doha-Trip. Es ist genauso passiert, wie ich es euch heute Morgen erzählt hatte. Ich hatte es allererst heute Morgen einmal mehr. Es war wirklich sehr kalt, aber wenn man schon mal hier ist, muss man natürlich auch mal mehr geschwommen sein. Das waren so die Aktivitäten für heute Vormittag. Ein bisschen am Strand chillen, mal mehr schwimmen gehen und dann gegen 14 Uhr abgeholt worden vom Jeep für die Wüstensafari. Und dann war genau das geplant. Und abgesehen von der Wüstensafari selber mit dem Offroader gab es da noch zwei weitere Aktivitäten. Und als allererstes, wir sind erstmal in den Süden gefahren von Katar allgemein. Wir sind am Ende bis fast zur Grenze von Saudi-Arabien gefahren, also schon ein ganzes Stück. Aber groß ist das Land natürlich nicht, weil man so eine Dreiviertelstunde, Stunde wirklich dann im Süden an der Landesgrenze ist. Und als allererstes stand bei der Tour das Kamelreiten auf dem Programm. Habe ich zuvor noch nie gemacht. Ich habe schon vor sehr vielen Jahren mal einen Elefanten geritten, aber das ist schon 15 Jahre her, sowas in die Richtung, wenn nicht sogar noch länger, also schon richtig lange her. Deswegen Kamel in die Art mal das erste seit langer Zeit und war interessant, das Ganze mal gemacht zu haben. Also ich wollte die Dünensafari machen, das Ganze war bei der Tour inkludiert und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. War auf jeden Fall deutlich holpriger, als ich erwartet habe, da man immer nach oben und unten, nicht gesprungen ist, aber immer nach oben und unten gegangen ist. Also war auf jeden Fall interessant, mal gemacht zu haben. Und danach kam das Highlight und es ging mit dem Offroader durch die Wüste. Und wir sind wirklich auch ein ganzes Stück durch die Wüste gefahren. Davor wurde erstmal aus den Reifen die Luft rausgelassen, um besser fahren zu können. Und dann ging es wirklich mit Mordspeed dadurch, teilweise 120 km/h in der Wüste. Das ist schon wirklich der Wahnsinn. Das ist teilweise schneller, als man in vielen Ländern auf der Autobahn fahren darf. Und es gab wirklich sogar etwas Airtime, man ist schon sehr in dem Auto nach oben und unten gesprungen. Die beiden, die ganz hinten saßen, nochmal ein ganzes Stück mehr auf der Hinterachse, das war nochmal deutlich extremer. Hätte ich ehrlich gesagt auch gerne selber auch miterlebt dort, wäre bestimmt noch kranker gewesen. Aber auch da, wo ich gesessen habe, war da teilweise wirklich Airtime so hin und her geflogen. Es ging ein paar coole Abfahrten hinunter, teilweise ein bisschen gedriftet, hat also auf jeden Fall echt eine Menge Spaß gemacht und kann ich jedem empfehlen, wenn er irgendwo in einem Land mit der Wüste ist, Katar, Vereinigte Arabische Emirate und so weiter. Also ist eine Sache, die man mal erlebt haben sollte durch die Wüste. Und dann gab es noch ein paar Stops, einmal direkt am Meer, wo das Land auf der anderen Seite, konnte man auch sehen, direkt dann an Saudi-Arabien grenzt, dass man direkt an der Grenze war von Saudi-Arabien. Finde ich auch Hammer, dass man da so nah hingefahren ist auf dieser Tour und dass ich jetzt auch schon so nah an der Grenze zu Saudi-Arabien war. Also die führt einmal bei der Meerenge dort lang, auf der anderen Seite sind die Berge, die zu Saudi-Arabien gehören. Also ein paar wenige Kilometer und man wäre an der Land gewesen. Und die dritte Sache, das letzte, was es noch gab, also eigentlich hatte man ein Snowboard, womit man aber dann eine Düne runtergefahren ist. Also Duneboarding, wie man es nennen möchte, in der Wüste, war interessant. Also ich gehe Skifahren, kann auch gut Skifahren, aber Snowboarding habe ich
Winter im Schnee noch nie gemacht. Deswegen war es auf jeden Fall ganz interessant, da mal drauf zu stehen und damit da eine Düne hinunter. Ist wirklich was komplett anderes. Also ich bin dreimal gefahren, einmal im Sitzen ist man gut runter und dann habe ich es zweimal auch im Stehen probiert. Ich habe es natürlich nicht bis runter geschafft und bin zweimal hingeflogen. Vor allem beim dritten Mal habe ich echt eine ordentliche Bruchlandung hingelegt. Einmal komplett auf den Kopf gefallen, spürt man auch ein bisschen im Nacken, aber vollkommen in Ordnung und hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. Also Test ist auf jeden Fall mal, man landet ja im Notfall leicht. Oder nicht leicht, aber weich im Sand. Das ist wirklich echt lustig. Und das Anstrengendste ist wirklich dann, die Düne wieder nach oben zu laufen, weil normal Treppenstufen ist das eine, aber im Sand, wenn man wieder ein bisschen immer reinrutscht und einsinkt, ist das Ganze wirklich deutlich anstrengender im Vergleich. Hat aber richtig Spaß gemacht und wenn ihr die Möglichkeit habt, kann ich das auf jeden Fall mal empfehlen, das einfach zum Spaß mal zu testen. Ist was komplett anderes, wie im Schnee zu fahren, aber trotzdem cool auf jeden Fall. Und von dort, da wurde es auch schon dunkel. Es war eh nicht so warm, vielleicht so 18, 19 Grad oder so. Deswegen mit einer dünnen Jacke hat es gut gepasst. Und war auch ein bisschen windig, aber Sonne war nicht unbedingt draußen, aber zumindest hat sich geregnet. Und deswegen eigentlich echt ganz angenehm, vor allem in der Wüste. Und dann ging es halt, es wurde schon dunkel, war noch dann eigentlich beim Sonnenuntergang am Meer direkt. Und dann ging es zurück nach Doha, wurde man auch zum Hotel zurückgebracht, das hat super gepasst. Um 14 Uhr ging es los, also da hat der Fahrer einen auch am Hotel abgeholt. Und ich glaube, zu Ende war es dann 18 Uhr, 18:15 Uhr, so ist in die Richtung. Also 4, 4,5 Stunden insgesamt und hat sich gelohnt. Also als über Get Your Guide gebucht, kann ich auch da wirklich am ehesten empfehlen, wenn man solche Aktivitäten irgendwo Urlaub buchen will, diese Seite oder diese App zu nutzen. Und hat mir gefallen, hat Spaß gemacht, war was anderes. Als ich in Dubai war, war ich so nicht in der Wüste und deswegen musste das jetzt auf jeden Fall endlich nachgeholt werden. Und das war es aber noch nicht für heute, denn wir haben ja ungefähr 21:30 Uhr, ich war gerade schon Abendessen im Hotel, aber ich habe ja noch eine Rechnung offen mit dem Angry Birds Theme Park bei der Doha Festival City Mall. Und da geht's jetzt nochmal hin, holen wir jetzt ein Uber. Es regnet nämlich nicht, weil morgen soll es den ganzen Tag regnen. Und deswegen geht es mit dem Uber nochmal in die Mall, die bis 12 auf. Also ich habe da noch ungefähr so knapp 2 Stunden, wenn ich dort bin, und probiere noch ein paar der fehlenden Counts zu holen. Das ist der restliche Teil für heute, der restliche Plan. Und ich würde sagen, jetzt ein paar Aufnahmen davon. Viel Spaß. So, guten Abend aus dem Autobereich von dem Angry Birds Freizeitpark. Und ich hatte Glück, ich konnte alle anderen Counts mir noch holen. Als allererstes war es für mich einmal der Disco Coaster hier. Bin ich einmal gefahren, natürlich komplett alleine wie üblich. Also, wo ich gekommen bin, waren noch so vielleicht 5 Leute im Autobereich. Jetzt sind es genau 0 abgesehen von mir. Und bin ich einmal Disco Coaster gefahren, macht wie immer Spaß, kraut so einen Count. Und danach bin ich hier rüber und habe mir noch die 2 Ziplines geholt. Sind bisher, ich gucke kurz nach, auf Coaster Count 9 Leute gefahren. Das heißt, das Ganze gibt einfach mal 8 Seltenheitspunkte. Und ich bin mittlerweile einfach bei 174 Seltenheitspunkten. Hier kann man vielleicht sehen, ich hoffe es. Aber auf jeden Fall schon eine Menge. Ah, Go-Kart-Bahn fährt, glaube ich, gerade einmal. Und genau, mit dem gestern nicht gefahren bin, den es noch nicht auf Coaster Count gibt, sind es nochmal 9 mehr. Also sogar 183. Ist echt der Wahnsinn. Also hier die Counts plus so ein bisschen was von dem Kleinkram in Rom und die beiden in Nigeria, die haben schon gut Seltenheitspunkte auf Coaster Count gegeben. Maximal gibt es 9 und dann je mehr es gefahren sind, desto weniger. Deswegen hier gerade nochmal 2 Ziplines gefahren. Das waren jetzt Leonard's Lane und Matilda's Mile. Damit bin ich mittlerweile auch schon bei 714 Counts. Freut mich sehr. Und eigentlich gibt es hier sogar noch eine dritte Zipline. Ich habe gerade nochmal einen Operator gefragt, weil auf Coaster Count ist noch keiner gefahren. Sie startet da drüben irgendwo. Führt einmal hier rüber. Ich kann euch bei Aufnahmen zeigen, ich war gerade erstmal oben. Das ist dann nämlich Stellas Glidenslide. Ist wie gesagt auf Coaster Count auch keiner gefahren. Und ich habe mal nachgefragt, so, was ist denn damit? Ist zwar fertig, hat aber noch nicht geöffnet, ist alles noch im Bau. Das heißt, Coaster Count bekommt, glaube ich, gleich erstmal oder später eine E-Mail, dass das Ding zu hat. Da habe ich zumindest noch einen weiteren Katar-Park, den ich vollständig habe, weil ist fertig, ist aber noch nicht geöffnet.
und ist halt noch kleiner als die anderen Stadien da oben, irgendwo mittig, endet auch mittig. Also das Ding ist dann wirklich langweilig. Und sonst sind Zipline-Counts genauso wie in auch. Das heißt, man braucht einen Gurt plus Helm. Die linke von den beiden ist die eher langsame, die rechte ist deutlich schneller. Die ist dann so auf einem ähnlichen Niveau wie die, die drin ist. Fand ich sogar ähnlich von der Fahrt auf jeden Fall, vielleicht ein bisschen besser. Aber natürlich nicht sehr lang, weil sie schon hier in der Mitte auch enden und nicht irgendwie bis ganz da unten führen. Also ich überlege, dass ich so 7-8 Euro dafür bezahle und dafür schon ja fast eine Fahrt Olympia-Looping oder so bekomme. Okay, das nicht ganz, aber zumindest eine größere transportable Achterbahn bekommt man da auf der deutschen Kirmes schon ein bisschen mehr als hier von der Zipline. Aber immerhin, weiterer Account schon cool, solche seltenen Sachen gefahren zu sein, wo bisher wirklich kaum Leute waren. Deswegen beide nacheinander getestet direkt. Man darf auch nichts in den Taschen haben. Das heißt, beim Disco-Kurs durfte ich in verschließbaren Taschen hier wirklich gar nichts. Das sind sie hier in Katar wirklich relativ streng. Aber konnte ich auch für beide noch fahren. Es ist noch, ja, es sind ein paar Wolken da, aber noch nicht komplett dicht. Man sieht den Himmel. Also, Wetter scheint ganz gut zu sein. Wir haben jetzt 22.56 Uhr. Park hat noch eine Stunde auf. Also Mitarbeiter sind noch eine Stunde hier, es ist keiner dort bis dahin, weil einfach hier nichts los ist. In der Mall ist es ein ganz bisschen voller, also in Restaurants sind zumindest ein paar Leute, aber trotzdem total leer. Und wie so ein Teil sich finanzieren kann, ich weiß es nicht, ist aber interessant. Aber sonst Touristen sind halt wirklich sehr wenige hier. Ich glaube, Deutsche habe ich so vielleicht 3-4 Mal getroffen, heute bei mir im Auto, die mitgefahren sind. Also bei der Wüstensafari, es waren nochmal ein paar Schotten und Italiener auch als Urlaub, beziehungsweise einer arbeitet auch hier. Aber so viele Touristen sind hier wirklich nicht. Was hat sie sonst noch? Ich weiß gar nicht, ob ich es gestern gezeigt habe. Splash Battle, auf jeden Fall den Slingshot. Der kostet aber umgerechnet 20 Euro oder so. Und ich darf hier eh nicht filmen, was schon mal schade ist. Man darf es ja nicht so oft hier. Ein paar Mal durfte ich es. Aber da man hier nicht filmen darf, sind es mir die 20 Euro auch nicht wert. Weil er ist jetzt nicht so groß. Ich weiß nicht, wie es auf dem Video rüberkommt. Ich bin vor ungefähr, wie lange ist es her? 2 Monaten ja erst in den Geiselwind gefahren. Und der ist doppelt so hoch. Im Eintrittspreis inkludiert. Deswegen dafür jetzt nochmal 20 weitere Euros auszugeben, ist mir nicht wert. Jetzt für die Zipline Coaster waren es hier so 7-8 Euro, für den Disco Coaster genauso. Also jetzt nochmal, ja, ich habe viel bezahlt für die 4 Counts, aber einfach ein Park, der, wenn das andere Ding offen hat, einfach 4 Zipline Coaster hat. Das ist schon der Wahnsinn. Noch ein Disco Coaster. Also was hier einfach sich an Grauzone Counts geholt wurde, ist echt der Wahnsinn. Hatte ich echt nicht mit gerechnet, wo ich das Ding kurz hier auf Coaster Count gefunden hatte. Auch von Firmen her. Ich habe keine Ahnung, wer Zipline Coaster Counts herstellt. Das ist Zamperla, ziemlich sicher. Splash Battle könnte Zamperla sein. Der Slingshot ist bestimmt von Funtime, der Typen, der Mini-Frisbee, den es so gibt, ist wahrscheinlich auch Zamperla, würde ich sagen. Also schon so ein paar verschiedene Firmen, die hier vertreten sind. Obwohl der Slingshot ist der Funtime vielleicht ein amerikanischer Hersteller, ich weiß nicht. Könnte auch irgendwas anderes sein oder macht Zamperla Slingshots? Bin ich mir jetzt auch nicht sicher bei den ganzen Grauzone-Counts. Aber trotzdem, das was dann hier noch am Donnerstagabend, schön ist, kein Regen da war, von Tag Nummer 5 bereits von der Doha-Katar-Tour. Ich habe morgen noch einen ganzen Tag hier, bevor Samstag in der Rückflug zurück nach Deutschland geht. Aber morgen ist den ganzen Tag Regen gemeldet und 18 Grad, also kompletter Regen die ganze Zeit. Eigentlich wollte ich morgen in den Desert Falls Waterpark gehen, der ist so an der westlichen Seite von Katar, so 3/4 Stunde, hätte mich so pro Fahrt ca. 35 Euro mit Uber gekostet, also verhältnismäßig in Ordnung. Bei Metro oder so fährt er natürlich eher nicht hin, aber bei dem Wetter wird es leider nicht, den kann ich nicht besuchen. Aber ich würde sagen, was da gibt, melde ich mich später nochmal, bis dann. Was ich gerade drüben gesehen habe, ist Orido 5G oder so, wie immer es ausgesprochen wird. Und genauso heißt der Looping Coaster im Winter Wonderland in Doha. Ich dachte, es wäre schon ein interessanter Name und 5G soll angeblich für die sicherlich nicht vorhandene Belastung stehen. Aber wenn 5G hinten dran steht, wahrscheinlich irgendein Telefonanbieter, der dann auch die andere Achterbahn gesponsert hat, finde ich interessant, dass die einfach wirklich genauso genannt wird. Aber scheint gerne Achterbahn oder Freizeitparks zu finanzieren, weil Orido 5G scheint auch irgendwas mit Angry Birds Park zu tun haben und anscheinend auch als Sponsor zu fungieren. Finde ich auf jeden Fall auch sehr lustig. Was ich kurz mal zeigen möchte, hier in der Mall hat es zusätzlich zum Angry Birds Theme Park ebenfalls auch eine Schneehalle. Also es ist keine Skihalle, ihr habt hier so Snowtrip-mäßig einmal 4 Bahnen. Hier rechts seht ihr einfach mal 2 Rutschen, so Eiskanal-mäßig, ich weiß nicht, Tube Rides, Country oder sowas. Wasser ist nicht drin, aber ich denke auch mit Reifen oder ähnliches in der Art wird das Ganze berutscht. Und natürlich mit echtem Schnee in der Wüste, logisch. Man kennt ja schon Skihallen oder
Die Mall of the Emirates in Dubai hat eine Skihalle, die fand ich schon übertrieben beeindruckend. Aber hier hat es einfach auch nochmal so einen Schneespaß, nennen wir es mal. Es ist auch komplett leer, man kennt es, also lohnt tut es sich nicht, aber auf jeden Fall auch wieder richtig interessant zu sehen, was hier in den Malls alles in den emiratischen Ländern gebaut wird. So, ich bin wieder zurück im Hotel. Wir haben knapp 10 vor 12, also in guten 10 Minuten macht die Mall sogar zu. Und genau, das war es heute mit dem Tag. War jetzt auch ein bisschen länger wie erwartet, aber den Tag ohne Regen muss ich einfach ausnutzen. War wirklich cool, jetzt gerade nochmal 3 weitere Counts überholen zu können. Also dadurch jetzt in Katar alle Achterbahnen gefahren, die mir möglich waren. Also es gab ein paar Lost Counts. Es war einmal, also heute das Ding, was noch im Bau war, das zähle ich jetzt mal sogar nicht mit. Dann war ja dieser Random Stand-Up Disco Coaster im Doha Quest zu. Ist jetzt auch kein großer Verlust, weil Grauzone hoch 10 und sonst eigentlich nur dieser Kiddie Coaster Wrecky Worm für ganz kleine Kinder in der anderen Mall, wo ich vorgestern war. Trotzdem jetzt alle Parks besucht, insgesamt 15 neue Achterbahnen gefahren. Finde ich für die erste Woche vom Januar auf jeden Fall keine schlechte Zwischenbilanz. Aber sonst war gerade cool, einfach nochmal die restlichen Counts zu bekommen. Also hat mich zwar auch nochmal ein ganz bisschen Geld gekostet. Also günstig ist es hier nicht auf Dauer zu counten. Also jede Fahrt sowas war 7 Euro. Aber sonst Uber fahren ist hier wirklich echt richtig angenehm. Ich fahre hier vom Hotel aus 20 Minuten ungefähr, bin ich zu der Mall gefahren, welche ein bisschen außerhalb liegt. Und ich habe pro Fahrt irgendwie 7 Euro bezahlt. Also diese Uber-Preise, die hat es auch in den USA schon lange nicht mehr und in Deutschland nie gegeben, weil wir nie ein richtiges Uber bekommen haben. Das ist schon angenehm, dass man hier noch so günstige Uber-Preise hat, aber auch Taxifahren ist nicht unbedingt viel teurer. Und in Dubai vor 5 Jahren, wo ich dort war, war Taxifahren auch sehr günstig, wie es in den Emiraten eigentlich typisch ist. Aber ja gut, Öl und Gas gibt es hier wirklich ja auch in Unmengen. Aber was ich jetzt nochmal erwähnen wollte, war der Plan für morgen. Also am Samstag, also übermorgen für mich, geht es zurück wieder nach Deutschland. Eigentlich war das der Tag oder sonst auch, wenn man den Rest ein bisschen zusammengeschoben hätte, wo es in den Merial Waterpark gegangen wäre. Der Grund, warum ich diese Reise überhaupt gebucht habe und habe ich auch schon gestern erzählt, wo ich dort war im Wasserpark, dass das Ganze wirklich leider nicht geklappt hat. Und ich hoffe, dass ich einfach in den nächsten Jahren irgendwann nochmal irgendwo nach Asien fliege, damit Qatar Airways wieder einen Stopover dann für den ganzen Tag in Katar mache, um diesen Wasserpark noch zu besuchen, weil ich hätte schon richtig Lust drauf und es war überhaupt mein Grund eigentlich, diese Reise zu buchen. Deswegen auf der Bucketlist war ganz weit oben. Ich bin gespannt, wann er öffnen wird. Aber dann, es gibt noch einen anderen Wasserpark in Katar, der befindet sich relativ weit westlich, dort an der Küste. Ich hatte es schon erzählt, also dreiviertel Stunde, Stunde hätte man machen können. Desert Falls Waterpark, falls ihr ihn euch mal anschauen wollt auf YouTube oder Instagram oder auf der Website, wo auch immer. Und das war eigentlich geplant, was jetzt aber leider nichts wird, weil es soll wirklich den ganzen Tag regnen, nur ca. 18 Grad und deswegen ist schade, aber was soll man tun, muss das leider gestrichen werden. Eintritt war zumindest günstiger als die Freizeitparks, 150 Real waren es glaube ich, also das heißt übrigens Real die Währung. Ich habe glaube ich in einer letzten Takes mal Dirham gesagt, aber die Cents heißen Dirham, aber die normale Währung heißt hier Real. Ist ein bisschen kompliziert, weil in Dubai ist der Dirham. Sorry, dass ich da mal durcheinander gekommen bin, aber einfach durch 4 Teile ist an Dollar gekoppelt, ist ganz angenehm. Und was hat es dort? Also nicht mal annähernd so cool wie der Merial Waterpark, ist relativ viel in so künstlichen Höhlen eingehaust. Es hat einmal, was relativ cool war oder was cool aussah, Canyoning, also es gibt es ja normal in den Bergen, wo man so zwischen Schluchten in den Bergfällen, in Bergwasserfällen und Bergflüsse einmal so runter rutschen kann, dann runterspringen kann und so weiter, um diese kleinen Bergflüsse einmal runterzukommen. Gibt es hier künstlich, hätte ich auch gerne mal getestet. Und sonst noch vom Poli eine Rutsche. Erinnert sehr stark an das Teil, was ich schon im Aqualand Gran Canaria gerutscht bin. Twin Racers Turbulence, gibt es auch schon ein Video auf dem Kanal zu. Nur hier dann als richtige Harfe unten gestaltet und in der Form von einer Cobra. Sieht cool aus. Gibt es genauso auch in irgendeinem Six Flags Park. Ich glaube, Great Adventure hatte sie. Sie hat es aber an Mexiko das abgegeben. Irgendwas in die Richtung, ein bisschen kompliziert. Aber das Aqualand auf Mallorca hat noch so ein Teil. Für den, den es interessiert, wenn man auf Mallorca ist, so unterhat es dort. Und sonst noch ein
großen Cone, also großen Tornado, aber ich glaube vom Polin auch, Wandrutschen, Trichter, ein paar Reifenrutschen und sonst auch noch eine Mattenrutsche. Also natürlich Wellenbecken und so auch noch, Water Playhouse und so, aber es gab jetzt keine größeren Thrillrutschen, deswegen keine Turborutschen, kein großer Verlust. Und sonst natürlich eine coole Pooling Collection, aber jetzt nicht unbedingt das, was übertrieben herausstechend ist, was ich in der anderen nicht gerutscht bin. Deswegen klar, diese Cobra-Rutsche wäre cool gewesen, Tornado bestimmt auch, die Mattenrutsche genauso. Aber trotzdem finde ich es jetzt nicht zu schlimm, dass es nicht klappt, da ich alles zum Glück so schon mal erlebt habe und Wasserrutschen auch nicht mal annähernd so ernst kaunte wie Achterbahn. Deswegen ist in Ordnung, auch wenn ich das Ganze gerne mitgenommen hätte. Weil das jetzt erstmal nicht klappt, der Park, also komplett Regen und 18 Grad, das wird nichts. Ich habe zwar bei ungefähr auf der gleichen Höhenlinie auf den Kanarien und Teneriffa im Winter schon Wasserparks besucht, aber da war wirklich immer Sonne, es war auch deutlich wärmer, kein Regen und ich hatte mein Neoprenshirt mit, was ich hier nicht mit hatte, weil Neoprenshirt bei Autowasserparks hat mir auch schon im Farup-Sommerland in Dänemark im Sommer das Leben gerettet, weil es dort geregnet hat. Aber das will ich mir morgen den ganzen Tag dann nicht unbedingt antun. Vielleicht irgendwann mal, aber mehr real wäre der Wasserpark gewesen, den ich unbedingt besuchen wollte. Und stattdessen geht es wahrscheinlich in ein paar Malls. Also natürlich ist es ein ganzer Tag regnet, vielleicht, wenn es mal nicht ein ganzer Tag regnet, noch ein bisschen Pool- und Strandtag. Mall of the Emirates, Mall of the Emirates ist Dubai. Mall of Qatar wird mal getestet. Da geht es auch mit der Metro hin. Und das ist so der Plan für morgen für den letzten Tag. Deswegen würde ich sagen, ihr bekommt davon noch ein paar Aufnahmen. Und das ist eigentlich das, was jetzt noch beim Rest der Reise passieren wird, bevor dann am Samstag der Rückflug zurück nach Frankfurt ansteht. Letztes Fazit würde ich sagen zu Doha. Also mir hat es gefallen auf jeden Fall. War eine schöne Reise, auch wenn der Hauptbesuchsgrund natürlich nicht umsetzbar war zu besuchen. Aber trotzdem, als jemand, der aus der Baubranche kommt, ist es wirklich interessant, sich das Ganze anzuschauen. Natürlich, was hier menschenrechtstechnisch gemacht wird von Arbeitern her, ist alles andere als toll. Und da sollte man sich auf jeden Fall überlegen, ob man das unterstützen will oder nicht, ist vollkommen klar. Aber trotzdem konnte ich euch jetzt hier einfach mal einen Einblick geben und sonst einfach die Stadt zu sehen, was hier alles für die WM aus dem Boden gestampft wurde, war wirklich einfach echt cool. Einfach aus der Sicht, aus der Baubranche her, ist es einfach wahnsinnig, was hier architektonisch und ingenieurstechnisch in so kurzer Zeit geleistet wurde. Trotzdem, also es ist jetzt die erste Januarwoche, direkt nach Neujahr, also klar, im arabischen Raum ist Neujahr nicht unbedingt, aber trotzdem ist hier auch Ferien und es ist in Dubai eigentlich die beliebteste Reisezeit. Aber touristentechnisch, klar, im Hotel sind einige Leute, man sieht ab und zu in den Malls mal ein paar wenige Leute, aber touristentechnisch ist hier wirklich fast gar nichts los. Die meisten Leute, die ich gesehen habe, waren wirklich irgendwelche Wüstenautos, die heute durch die Wüste gefahren sind. Aber sonst die ganzen Parks waren leer bis ausgestorben, die Malls sind ziemlich leer. Und wo ich ja teilweise an den Waterfronts und so lang gelaufen bin, war ich eigentlich der Einzige. Und es gibt überall mehr Mitarbeiter als Gäste. Also ist schon der Wahnsinn, sich das Ganze mal anzuschauen. Vor allem, was jetzt alles hier nach der WM gemacht wurde, ist wirklich schon Wahnsinn, was hier dafür alles aus dem Boden gestampft wurde. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn es hier noch ziemlich viele weitere Events ähnliches in Zukunft geben würde, die reingeholt werden, um den Tourismus einfach zu steigern. Und das aber die ganzen Projekten wie Merial Waterpark und so weiter natürlich auf lange Zeit so ein bisschen auf die Dubai-Schiene gehen will. Saudi-Arabien will das Ganze auch ein bisschen machen, um das einfach alles zu erreichen, um auch von dem Öl-Gas-Sektor ein bisschen wegzukommen und auch viel auf Tourismus und so weiter sich zu beziehen. Deswegen anzuschauen, war es interessant. Hier läuft zu viel falsch. Ich kann vollkommen verstehen, wenn man dieses Land boykottieren will, aber trotzdem, sich das Ganze einmal selbst anzuschauen, war total interessant und ich bereue es nicht, diese Reise jetzt gemacht zu haben, auch wenn der Hauptgrund, warum ich es gebucht habe, jetzt leider gar nicht geöffnet hatte. Schreibt in die Kommentare gerne, wie euch diese Videoreihe gefallen hat oder das Video. Lasst es bitte gesittet. Ich weiß, jeder darf selbst entscheiden, ob er hinreisen will oder nicht, ob er es unterstützen will oder nicht. Ist alles im Auge des Betrachters und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Deswegen in den Kommentaren, ich bin es von euch gewöhnt, ihr könnt das ja einfach gesittet bleiben, das schafft ihr ohne Probleme. Aber sonst diskutieren, welche Parks gefallen, welche Stadt gefällt und so weiter. Habt ihr jetzt ja einfach mal einen kompletten Einblick bekommen, wie man es sonst ja nicht ganz oft sieht aus so einem Land, da ja nicht viele Leute bisher hier waren oder sonst ein bisschen WM natürlich. Aber das ist mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Deswegen würde ich sagen, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dieses Jahr ist wirklich auch ein Zeichen der Asienerkundung, um da nochmal ein paar weitere Orte, Länder und Freizeitparks natürlich zu besuchen. Also damit bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ihr bekommt jetzt eine Aufnahme von morgen und ebenfalls dann vom Rückflug. Jetzt einfach als Cinematic, weil da einfach nicht mehr so viel passieren wird. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr dran bleibt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao und viel Spaß.